Wie, liebe Schwestern und Brüder, bringen wir das auf einen Nenner? Hier Jesus, der sich scheinbar über die Sabbatgebote hinwegsetzt, aus lauter Barmherzigkeit, und in der Lesung einen überaus rigiden und rigorosen Paulus, der die Gemeinde in Korinth dazu auffordert, jemand dem Satan zu übergeben. Haben diejenigen nicht recht, die sagen, der eigentliche Erfinder des Christentums und damit all seiner Schattenseiten, gerade in puncto sexto, um den es ja auch hier geht in diesem Abschnitt, ist Paulus, ein Verrat an diesem Jesus? Ich will es klar sagen, Sie haben nicht recht. Denn wenn man tiefer in die Texte hineinschaut, sieht man, dass Paulus genau das tut, dass Paulus genau in der Spur handelt, in der Jesus seine Tat vollbringt, auch an einem Sabbat. Denn es geht immer, gerade wenn es um diesen sechsten Punkt geht, um den wir im Moment auch wieder heftig streiten, es geht immer um die ursprüngliche Ordnung der Schöpfung. Deshalb nimmt Jesus sich die berechtigte Freiheit, am Sabbat zu heilen. Weil was ist der Sabbat? Es ist die Feier einer recht verstandenen, heilen Welt, wie Gott sie gewollt und gemacht hat. Wir haben gestern schon im Nachklang des Evangeliums darüber nachgedacht. Er hat alles gut gemacht. Dieses Aufatmen der Schöpfung, dass wir uns einlassen auf diese Güte und das Gutsein der Schöpfung Gottes. Dazu gibt es den Sabbat und die Freude daran. Deshalb erträgt es Jesus nicht, dass in der Synagoge ein Mann sitzt, der an dieser Freude nicht teilhaben kann, weil er ein Zeichen der beschädigten, der sündhaften Schöpfung ist. Deshalb heilt er ihn. Und deshalb kann Paulus sagen, wenn ihr so stolz auf euch seid, dass ihr angeblich eine so geistbegabte Gemeinde seid, dann müsst ihr darauf achten, dass innerhalb der Ordnung der Gemeinde diese Ordnung auch gewahrt wird. Und dann ist auch Ausgrenzung ein Gebot. Denn es geht letztlich, das verschweigt Paulus auch nicht, um die Heilung wenigstens des Geistes, so schreibt Paulus, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Paulus ist hier sehr klar und wir vergessen das so schnell. Wenn man jetzt an diese ganzen Missbrauchsgeschichten, die wieder über uns kommen und die jetzt wochenweise oder beinahe stundenweise aufgedeckt werden, wenn man an diesen ganzen Schmutz denkt, dann wäre es besser gewesen, man hätte die Kriterien, wie es immer besser ist, die Kriterien aus der Heiligen Schrift zu nehmen, man hätte hier gehandelt und nicht zugewartet. Paulus nimmt einen ganz einfachen Vergleich. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig das ganze Ding sauer macht? Und dieses berühmte Wort, das wir in der Osterzeit so oft hören, dass wir eben das ungesäuerte Brot mit dem Paschalamm zu uns nehmen, dieses österliche Wort, und das auf die Gemeinde bezieht. Ihr seid durch die Errettung durch Christus ungesäuertes Brot. Das ist genau in diesem Kontext von Unzucht und Ausgrenzung geschrieben und gesagt. Es ist gut, wenn wir hier den ganzen Kontext hören. Hier ist nichts getan mit Zuwarten und Abwarten und mal sehen. Hier muss man klar handeln. Wir haben das oft vergessen. Wenn wir haben nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber wenn man diesen Missbrauchsgeschichten direkt den Riegel vorgeschoben hätte, wenn man sich der Kriterien des Neuen Testamentes bedient hätte, um auch die Opfer zu hören und sofort zu handeln, damit nicht ein ganzer Teig durchsäuert wird, wie Paulus sagt, könnten wir uns heute vieles ersparen. Aber es gilt auch für uns selber. Immer selber die Klarheit zu gewinnen, wo werde ich vom Bösen angesäuert und wo werde ich durchsäuert. Und das hat Auswirkungen auf alle. Es bleibt eben nicht bei mir. Das ist das, was Paulus uns deutlich macht. Selbst wenn er entfernt ist, in einer vollkommen anderen Gemeinde, hunderte Kilometer weg, ich bin dennoch bei euch, weil wir alle durch Christus ein einziger Leib sind. Was einen betrifft, betrifft alle, im Guten wie im Bösen.